Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Als Vizepräsidentin habe ich nun abschließend die schöne Aufgabe, dir, lieber Paul, im Namen des Präsidialausschusses herzlichst zu danken. Ich habe diese Woche eine Blitzumfrage bei einem Teil des Präsidialausschusses gemacht. So ist das, was ich jetzt sage, gut abgestützt, und im Gewerkschaftsvokabular würden wir sagen, es ist eine konsolidierte Position. Du warst 20 Jahre unser Präsident. Du hast enorm vieles erreicht, auf das du stolz sein kannst. Vasco hat in seiner Rede die wichtigsten oder wichtige Etappen genannt. Wir danken dir für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Als Präsident hattest du eine starke Hand und du hast diesen Laden extrem umsichtig und mit Fingerspitzengefühl geführt. Es war dir immer bewusst, dass die Stärke des SGB seine Verbände sind, und du hast diesen Sorge getragen. Du warst immer sehr nahe dran, hast aber die Besonderheiten und die Eigenständigkeiten jedes Verbandes immer respektiert. Wenn wir die Zusammenarbeit und deinen Führungsstil definieren, wollen wir dies mit drei Charakteristika tun: deiner Integrationskraft, deiner Integrität, deiner klaren Vision. Zur Integration. Du hast immer wieder betont, ja geradezu begeistert gezeigt, für das, was du die kollektive Intelligenz unserer Bewegung nennst. Du hast es immer wieder als kostbares Gut und Reichtum betrachtet. So konnte aus jeder noch so schwierigen Debatte und Auseinandersetzung eine noch bessere und eine noch klarere Position entwickelt werden, für die wir dann gemeinsam gekämpft haben. Und das ist eine große Leistung, denn Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind bekanntlich nicht die einfachsten. Und im Präsidialausschuss sind alles starke Persönlichkeiten, die ihrerseits komplizierte Gefüge führen, die alle zusammen aber auch enorme Dynamik entwickeln können. Das ist die Kraft unserer Bewegung. Du hast geschaut, immer die Sache im Zentrum, du hast geschaut, dass alle im Präsidialausschuss und im Vorstand einbezogen sind. Auch in schwierigen Momenten hast du immer wieder stets positiv nach vorne die Kraft unserer vielfältigen Bewegung unterstrichen. Du hast uns immer wieder alle zusammengebracht hinter gemeinsamen Zielen. Das ist Integrationskraft. Das zweite Charakteristikum: Integrität. Wir kennen kaum Personen von so großer Integrität wie du. Du warst immer klar parteiisch, parteiisch für die Rechte der Arbeitnehmenden. In deinen 20 Jahren an der Spitze des SGB hast du aber nie Parteipolitik betrieben. Auch hast du dich nicht in den Eitelkeiten der Machtpolitik verloren. Du hast immer die Anliegen der Arbeitnehmenden in den Vordergrund gestellt. Diese Integrität hat uns Kraft gegeben. Das dritte Charakteristikum: klare Vision. Dein unermüdlicher Einsatz für die gerechte Sache mit einer politischen Vision hat dir und hat uns Orientierung gegeben. Es ist die Vision einer Gesellschaft der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Solidarität, in der jede und jeder unveräußerliche Rechte hat. Rechte, die auch respektiert werden müssen und gegen alle Angriffe verteidigt werden müssen. Diese Vision kommt bei dir nicht als abstrakte Utopie daher, sondern sie ist real, sie ist greifbar. Diese Orientierung ist gerade in schwierigen Zeiten besonders nötig und wichtig, denn sie ermöglicht uns unseren Einsatz, den Einsatz für die Rechte der Arbeitnehmenden, in konkrete Verbesserungen zu übersetzen. Und ich will mit einer Redewendung von dir schließen. Eine Redewendung,
die immer dann kam, wenn große Auseinandersetzungen und Herausforderungen vor uns lagen. Es wäre ja gelacht, hast du gesagt. Es wäre ja gelacht, wenn wir das nicht erreichen. Diesen aufmüpfigen, diesen rebellischen Geist werden wir weiter pflegen. Ganz herzlichen Dank, Paul. Du wirst uns fehlen.